Vor uns steht das Heimrennen bevor. Heimrennen ist eigentlich relativ, denn es ist BRR und Olivier Panis, das ist nicht so wirklich Heimrennen für die beiden, aber für uns. Zumindest wenn es für euch zum Beispiel speziell das Heimrennen ist. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Könnte ja sein, dass ihr aus Österreich kommt, dann ist das hier für euch nicht das Heimrennen, ne? Wir tanken noch ein Stück. Und warten darauf, dass uns fertig gesagt wird. Auch wenn wir jetzt schon losfahren könnten. Nur weil man was kann, muss man es ja nicht machen. Ich könnte mir genauso... Fertig. Noch einen dritten PC zulegen? Ja, könnte ich, aber ich muss es ja nicht machen, wenn ich es Quatsch empfinde. Ein schwieriges Rennwochenende steht bevor. Was macht denn der Ferrari da hinten? Scherzbold. Michael Schumacher beim Heimrennen. Hat er sich an uns orientiert, weil wir so komisch gefahren sind? Muss der auch gleich machen, ne? Da bleiben wir doch gleich mal links. Und fahren nochmal über die in dem Fall gestrichene gelbe Linie. Warum nicht? Na, geh weg. Hat man für dieses Rennwochenende was Besonderes überlegt? Ist ja unser Heimrennen. Ich habe mal in meinen alten Dateien gekramt nach meinen alten Grand Prix 4 Setups. Hab sie gefunden? Ob sie was taugen, ist halt eine andere Frage. Können wir dann am besten gleich mal herausfinden. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Standard-Setup. So, 2-3 Runden. Und dann lade ich mal eins meiner alten Setups. Und dann gucken wir mal. Uiuiui. Vielleicht ist es ja auch langsamer. Und dann habe ich damals einen Scheiß gemacht. Aber so kann es halt hier nicht weitergehen. Tolle Strecke und auf der Geraden, ja, sind wir bei der Musik, aber im letzten Sektor im Stadionbereich, im Infield. Da schmieren wir sowas von ab. Mal gucken. Mal gucken, ob ich da was Besseres parat habe. Vorne jagt ein Jordan den Benetton und hinter uns jagt eben ein Jaguar den BRR und dahinter ist ein Ferrari. Jetzt muss ich auch halbwegs gute Runden bekommen, damit ich dann einen guten Vergleich ziehen kann. Das könnte ein Hauch zu weit draußen gewesen sein. Nein, du bleibst hinten. Das. Schnippst du hier vorne rein? Ich fass es nicht. Zum Glück ist hier noch keine Wiese. Jetzt verzerrt es das Bild auch noch, weil er uns Windschatten gibt. Mann! Ich will einfach nur was testen. Muss er uns da in die Quere kommen? So schwer kann es doch nicht sein, uns einfach in Ruhe zu lassen. Oder die Strecke ist doch lang genug. Fahren hier 5 Autos recht nah hintereinander. Da vorne die 2 wir und hinter uns die beiden. Das war zu spät. Jetzt mache ich die Zeit wieder weg, die ich vorhin gewonnen habe im Windschatten des Jaguar. Steuern. Generell diese langsame Fahrt im letzten Sektor ist nicht so cool. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was ich damals zusammengeschustert habe, ob das wirklich was taugt. Aber das sehen wir dann mal. Auf
Da links ist aber blöd, weil ja, da geht die Strecke dann aus, wenn wir da sind. Natürlich absolut mein Fehler, aber ich habe jetzt hier auch keinen Bock, jemanden vorbeizulassen. Auch wenn es Michael Schumacher ist, der uns schnell davon fährt, aber es geht ums Prinzip. Das war zu spät. Scheiße. Im Grunde machen wir ja schon den Fehler, oder ich mache den Fehler, dass die Bodenplatte zu wenig schleift. Je niedriger, umso schneller, aber aufgepasst. Das Ding darf im Grunde auch nicht zu dünn werden. Und natürlich bremst es auch, wenn die Bodenplatte schleift, aber wenn der Wagen niedriger ist, dann kann man zum Beispiel besser durch die Kurven fahren. Wenn es regnet, ist es wieder angebracht, den Wagen höher zu stellen, damit der Wagen nicht schwimmt. Der Schatten links vom Jaguar, der war gerade interessant, also links von ihm aus gesehen. Das im Rückspiegel zu beobachten, der fährt rein. Das war jetzt nicht so gut. Ich würde ganz gerne diese Runde, die wir gerade fahren, noch zu Ende bringen und das eben auch besser als die bisherige Bestzeit. Weil wir jetzt sowas wie freie Fahrt haben. Schön. Heißt aber noch gar nichts. Jetzt wird nämlich zum Beispiel Windschatten. Vergleich zur Bestzeit. Vielleicht war ich hier bei der Ostschikane etwas zu zaghaft. Sollte jetzt aber keine Sekunde gekostet haben, aber gefühlt war ich etwas zu langsam unterwegs. 6 Zehntel Unterschied. Ist das nur der Windschatten, der fährt? Uiuiui. Die Runde fahren wir noch zu Ende. Verdünnisiert sich und das wird bestimmt eine schlechte Rundenzeit. Ja, jetzt schon bei 41 irgendwas. Aber auch nochmal 3 Zehntel im letzten Sektor verloren. Ist natürlich uncool. Aber gut, dann lassen wir diese Runde eben mal stehen und mal gucken, wie die nächste werden wird mit eben einem anderen Setup. Höchstgeschwindigkeit bekommen wir hier mit dem Standard-Setup so um die 350 hin. Nur 51 ohne Windschatten. Den Bremspunkt verpasst, weil ich zu sehr aufs Lenkrad geguckt habe. Mal gucken, ob diese Zeit noch fällt. Mal gucken.
gucken, ob man schon im letzten Sektor eine spürbare Änderung feststellt, wenn ich das Setup entsprechend stark verändert habe. Also wenn das abgespeicherte Setup von damals wirklich einen großen Unterschied bietet im Vergleich zum Standard-Setup, ich bin gespannt. Ist schon etwas länger her, dass ich mich mit Grand Prix 4 und Setup-Arbeit beschäftigt habe. Ja, ein bisschen etwas her. Oh, der Teamkollege fährt raus. Oder auch nicht. Der wartet erstmal, weil wir ihm im Weg stehen. Dieses kleine Stück hat schon gereicht. Bin hier raus. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das Setup bringt. Vielleicht ein Zeitverlust. Fahrzeugeinstellungen. Benutzer definiert. Laden. Schon mal interessant, dass ich zwei Imola-Setups habe. Das ist die einzige Strecke, die sich doppelt. Benutzereinstellungen ändern. Wir gucken die jetzt vielleicht mal im Detail an. Ja, das ist auf jeden Fall etwas für Höchstgeschwindigkeit. Bei der Bremsbalance bin ich komplett raus, also genauso wie bei der Getriebeübersetzung, zumal das ja keine KMH-Anzeige ist. Da muss ich mich jetzt einfach mal drauf verlassen, dass das, was ich damals eingestellt habe, irgendwie etwas taugt. Ey, ich bin einfach gespannt. Okay, zurück, dann wollen wir mal. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Wir müssen auf jeden Fall wieder so viel tanken wie gerade eben. Dann haben wir jetzt zwar wieder... Oder jetzt haben wir zwar angefahrene Reifen, aber lassen wir die einfach mal so sein. Genau, und raus. Das erste, was auffallen wird, was ist mit der Höchstgeschwindigkeit? Kommen wir viel zu früh in den Drehzahlbegrenzer oder kommen wir überhaupt nicht an die 350 ran? Fertig. Das ist ja ein Setup, was für die Pole reicht. Dann wäre es aber nur ein Qualifying-Setup. Ich hätte jetzt mal auf die Bodenplattenwerte achten können, bevor wir reingefahren sind. Oder bevor wir... Oh, das ratzt jetzt schon. Oh, jetzt schon 352. Dann fahren wir weniger Flüge, als das Standard-Setup hat. Hoi, hoi, hoi. Der Wagen bricht aus. Scheiße. Höchstgeschwindigkeit ja, aber auf Kosten der Stabilität. Zumindest immer mit Tastatur fährt. Scheiße. Okay. Dann blockiert doch die Hinterachse. War jetzt mein erster Gedanke. Viel langsamer. Noch bei Schikanen ist das ein Problem mit dem herumkommenden Heck. Oh, gefühlt ist das schon mal schneller. Ich fahre die Runde auf jeden Fall mal zu Ende. Also gefühlt ist das im letzten Sektor schon mal schneller. Wenn wir jetzt auf der Geraden schon schneller sind, dann ist es klar, dann machen wir da schon Zeit gut. Ich habe auch das Gefühl, dass wir schneller aufnehmen. Auf einen Wert von 340, 330 kommen. Auf jeden Fall ratzt der Unterboden mehr auf der Strecke als vorher. So, Bremsverhalten angepasst. Und zwar wie, ich habe erst sehr spät eingelenkt.
Oi. Ich habe den Bremsvorgang praktisch abgeschlossen, habe dann erst angefangen zu lenken. Das war jetzt der Unterschied zur Runde davor. Genauso hier. Das wird schneller werden, habe ich im Blut und im Urin und im Gefühl. Oh, Zeit verloren, weil Windschatten fehlt? Fragezeichen? Hm. Der letzte Sektor wird es zeigen. Hoi, das Setup ist schneller, wenn man sich etwas anpasst. Gut, dann fahren wir das auch im Rennen. Wenn ich jetzt aus dem Stand heraus gleich in der ersten gezeiteten Runde deutlich schneller bin als in der Bestzeitrunde, die ich zuvor nicht knacken konnte mit den anderen Versuchen, dann ist es ein Zeichen. So, Bremsvorgang abgeschlossen, ist dann groß angefangen zu lenken. 36, jawohl. Auch mit Tastatur kann man da gewisse Feinheiten reinbringen, um den Wagen zu kontrollieren, ja. Ja, Wagen wollte wieder rum, weil ich schon angefangen habe zu lenken beim Bremsen, aber das war bedeutend später als beim ersten Versuch, dieses Anfangen zu lenken beim Bremsen. Eine 0.2. Der Unterboden ratzt auf jeden Fall deutlich mehr auf der Strecke. Auf jeden Fall schneller. Haha, Platz 7. Ein Auto mit BMW-Power hinter uns. Schubber, schubber, wenn der Wagen noch schwerer ist, dann schubbern wir noch mehr über die Strecke. Ich hoffe nicht, dass es zu viel wird. Denn klar, schwereres Auto bedeutet, der Wagen hängt tiefer im Sattel, in der Aufhängung. Und wir kommen jetzt rein und dann fahren wir schon direkt das Qualifying. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Mal gucken, wo wir starten werden. Diese Grundeinstellung vom Setup, also dass der Wagen dann anfängt auszubrechen, wenn wir beim stark abbremsen lenken, könnte natürlich bei einigen Strecken, wo man nicht gerade einen geraden Bremsweg hat, zu Problemen führen. Beim Orbit Park, aber da hat man nicht so viel Bums drauf. Bei, ja, Ende des ersten Sektors, wo man links auf der Wiese anbremsen könnte. Ich stelle diese in meinen Augen mit der neuen Variante, mit der Überarbeitung vom Orbit Park verschandelt haben. 39.8, Platz 7. 39.8, das merke ich mir mal fürs Qualifying. Boah, der Unterboden, der hat einiges abbekommen. Hinten rechts geht's, vorne generell mehr aufgesetzt als hinten.
Platz 8. Was das zu bedeuten hat? Puh. Wenn wir jetzt Erster zum Beispiel, dann wäre es klar. Das ist ziemlich gut, aber da will ich jetzt mal keine Bewertung abgeben, weil ich es auch einfach gar nicht kann. Ich würde sagen, was dieses Setup wert ist, vielleicht war das bloß ein Schein, den wir hier vorgetragen bekommen haben. Das werden wir einfach mal bei der Zeitenjagd sehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.